Ach, vergiss. Ach. Sekunde. So. Hätte ich beinahe den Timer vergessen. Ja, so, meine lieben Freunde. Hallöchen, Puppchen, damit herzlich willkommen. Ja, zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, wieder eine weitere Aufnahmesession, weil ich eigentlich gerade das Spiel richtig... Ich weiß nicht, ich bin gerade drin, okay? Jo, gestern Abend habe ich das mal in Kombination mit OBS ein bisschen ausprobiert. Müsste ich heute auch mal machen. Und dementsprechend sitzen wir hier jetzt mal woanders. Einfach nur, um ein bisschen was zu testen. Nee, folgendermaßen, warum habe ich das getestet? Ich will mal was probieren. Oder wollte mal was probieren. Und ja, ich habe ungefähr, wenn ich OBS und die Shadowplay benutze, habe ich 10 bis 15 FPS, teilweise in der Stadt sogar bis zu 20 FPS Einbußen, als wenn ich nur Shadowplay nehme. Da ist jetzt die Frage, ist das generell beim Streaming so? Oder ist das nur so, wenn, ist es generell, ja, generell liegt das am Aufnahmeprogramm? Weil das eine mehr Ressourcen frisst als das andere. Oder aber liegt es daran, dass das eine halt das am Streaming selbst, dass da vielleicht das Aufnahmeprogramm mehr Ressourcen frisst als bei einer lokalen Aufnahme. Das wäre jetzt... Warum habe ich denn hier so komische Musik? Ich bin leicht verwirrt. Naja, gehe ich mal ins Grenzgebiet in der Hoffnung. Theoretisch brauche ich nicht mehr viel, ne? Was haben wir denn hier? Tragekapazität ist aber komplett durch. Das gefällt mir ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum habe ich denn hier so eine komische Musik? Ah, sieht schon geil aus, ne? Kannst du sagen, was du willst. Das Spiel ist einfach eine Augenweide. Das nehme ich lieber mit. Finde ich immer wieder erstaunt, weil normalerweise spiele ich ja selten solche Grafikbomben. Und Fuchs, Fuchs, Fuchs! Na, kleiner Fuchs, ich tue dir nichts. Ich bin ganz lieb. Ne, ich habe ja gesagt, ich brauche vom Fuchs nichts mehr, okay? Ne, ich bin normalerweise spiele ich ja nicht solche Grafikbomben, aber hier bin ich echt begeistert. Hm, das brauche ich vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme so konkret sieht wie hier auf meinem Monitor, aber Leute, das kann ich euch nur empfehlen. Obwohl ich sagen muss, meine Empfehlungen sind, was das angeht, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Warte mal, ich muss das Mikrofon mal ein bisschen höher stellen. Draußen hämmert jemand, aber es ist zu warm, um das Fenster nicht Fenster zuzumachen. So ist es einfach. Ja, was wollte ich sagen? Meine Empfehlung mit einem guten Monitor ist halt mit Vorsicht zu empfehlen, weil du dich schnell an sowas gewöhnst. Während ich, was weiß ich, vor einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht, wann habe ich, Ende November habe ich mir, Black Friday, habe ich mir den neuen Monitor geholt. Den guten sogar. Und muss dazu noch sagen, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, ne? Also zurück auf 60 FPS weiß ich nicht, ob das für mich so interessant wäre. Einfach aus dem Aspekt, weil es teilweise schon echt, weiß nicht, hat schon was. Wie viel Reinholz habe ich eigentlich insgesamt? 220. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ausreicht. Wir haben zwar theoretisch nicht mehr so einen hohen Verbrauch. Ich brauche Drähte. Yo! Habe ich.
Nicht der Behemoth! Alter! Alter, man kann es auch übertreiben, Bro. Muss ich jetzt mit meinem kleinen Piss... Das ist ein Jagdbogen für Kleintier und nicht für Großwild. Wie kann das sein? Ich war gar nicht mal in deiner Nähe. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, ich habe das Spiel auf meinen Kopfhörern gerade zu laut gemacht. Lecco mio! Will zwar nichts sagen, aber ich glaube, wir sind hier in einem etwas anderen Gebiet. Und ich muss mich unbedingt mal um eine etwas bessere Rüstung kümmern. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel Schaden fresse. Übel. Übel, Mübel. Warte mal. So. Sollte eigentlich besser sein jetzt. Ja, dann stelle ich das nämlich einfach meinen Kopfhörer ein bisschen leiser. Ja, das war eigentlich so nicht gedacht. Ich habe aber jetzt ein folgendes Problem. Ich habe nicht mehr genug Drähte. Dabei hatte ich mir eigentlich erst recht viele geholt. Muss ich mal gucken, ob ich mit Feuer und Brandkills mir noch ein paar Drähte besorgen kann. Okay, der Branddamage ist gar nicht schlecht. Das macht nichts. Ey Leute, das macht wirklich nichts. So. Der kriegt jetzt gleich... Nee, der müsste eigentlich... Jawohl. Gut. Der weiß nicht, wo ich bin. Jetzt weiß er, wo ich bin.
Ich will nur gucken, ob das ausreicht. Weil Brandpfeile sind jetzt nicht das Problem. Müsste ausreichen, super. Draht sammeln, das. Draußen weiß der Schnee ganz schön. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, wir machen bis zum nächsten Lagerfeuer, bevor ich da weitergehe. Und versuche einfach noch mal ein paar Drähte zu kriegen. Sage ich ganz ehrlich. Was haben wir denn hier? Ich habe jetzt hier auch nicht so viel Trampler. Was haben die denn für eine Stärke? Stärke Feuer. Ah, super. Ich will mich jetzt eigentlich ungern mit denen anlegen, aber ich brauche halt die Drähte, ne? Da ist halt die Frage, wollen wir jetzt auf Drahtjagd gehen oder... Viel Damage hat er jetzt nicht gefressen, ne? So, wollen wir mal. Ich darf heute nicht vergessen, die anderen Parts hochzuladen, obwohl wir eigentlich schon für Wochen genug in petto haben. Ich glaube, ich bin sicher. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Kriegen wir einen stillen Schlag hin? Der hat gesessen, aber ich wollte eigentlich nur den einen treffen. Oh ja, das war ein Crit. Der ist hinüber. Wo ist denn der andere? Komm hier nicht. Aber mit dem Gammelbogen zu jagen ist echt übel. Ich muss dem echt mal ein bisschen Stärke geben. Ich glaube, wenn ich hier diese, wir greifen dieses Gebiet nicht an, Modus von denen ausreize, habe ich eine gute Chance. Ach Mann, du Rattenvieh!
Stoffel. Wie hat der mich denn jetzt getroffen? Auch ein schöner Treffer, muss man einfach sagen. Warte. Ach stimmt, ich habe ja schon den Dreifachschuss. Je schwieriger das Ziel zu treffen ist, desto mehr Schaden macht der, ne? Ganz vergessen, dass ich ja schon den Dreifachschuss habe. So, geben... Jawohl, 10-mal Draht. Das ist doch schön. Das gefällt Mami. Das muss Auerbohauer geben. Jawohl. Sauber. Freue ich mich. Der hat richtig... Das hat Spaß gemacht, aber der hat nicht so viel gegeben, ne? Ja. 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 Okay. Okay. Aber hier müssen noch irgendwo ein paar Trümmer liegen. Vielleicht finde ich da was. Oder ich muss halt wirklich mal wieder zum Händler. Ich denke mal, das werde ich sowieso machen, weil ich muss sowieso... Metallgefäß. Ich weiß nicht, wo die das alles hinsteckt. Aber ich will es auch nicht hinterfragen. Bin nur froh, wenn es es dabei hat. So, Metallscherben finde ich gut. Nehme ich für unterwegs mit. Ja, das ist auch schön, dass du das machst. Ne, zu dem Lagerfeuer gehe ich. Und dann will ich nochmal in die Stadt. Oder zu irgendeinem Händler. Ist ja an sich egal. Und will mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Hallo, Fuchs! Lass dich von mir nicht stören, ich tue dir nichts. Wirklich so, habe ich ja gesagt. Wenn ich von dem nichts brauche, brauche ich von dem nichts. Wächter. Lagerfeuer entdeckt, okay. Jetzt will ich hier aber nochmal diese Dinge absammeln, in der Hoffnung, dass... Wenn ich weit genug schnell reise... Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Dass die sich vielleicht nochmal refreshen. Wo ist denn ein... Hier. Ist auch eine Siedlung. Und hier ist sogar noch eine verdorbene Zone Stufe 20. Das könnte sogar... Könnte ich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Für die Story sind die Dinger teilweise unrelevant. Das gebe ich zu. Aber die geben halt auch viel EXP und ich würde halt schon gern so viel wie möglich vom Skillbaum mitnehmen. Stimmt, das ist eine befreite Siedlung. Vielleicht gibt der Händler mir hier... Die Fremden hassen die Culture, aber wir arbeiten genauso hart wie jeder andere Stamm auch. Ja. Ja, ist okay, solange ihr niemanden wehtut. So, was kann ich denn verkaufen? Steinbrecherherz.
Verkauf gegen Metallscherben. Also erstmal alles, was Verkauf gegen Metallscherben only als Beschreibung reingeht, kann erstmal weg. Ich glaube, die Knochen und den ganzen Kram können auch weg. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich die halt nicht mehr wirklich brauchen werde. Kühsoft kann ich auch mal ein Stecken reinhauen. Lohe nicht! Ich bin eigentlich aktuell sehr auf Dingsbums angewiesen. Beschützerin, Überlebende, Banuk, stille Nora-Jägerin, schwer. Dafür brauche ich aber ein Brüllrückenherz. Das wäre natürlich ziemlich geil. Wenn ich mir das holen würde. Das sieht auch an sich gut aus, aber es ist halt Feuerwappen, ne? Ich hätte schon gern Tarnung. Ah, Rohstoffe. Verkaufen. Rohstoffe, ne? Sind das. Ja. Da sollte ich nochmal Tiere jagen und vielleicht auch auf fettes Fleisch gehen. Oder warte mal, verkauft der mir fettes Fleisch? Nee, ne? Schade. Kaufen nicht möglich. Oh, hab ich schon. Muss geöffnet werden. Kiste mit zufällig sehr seltenen Waffen. Und, oh, auch nicht schlecht. Special-Objekte. Komm, was wir haben, Hammer. Munition brauche ich alles nicht wirklich. Gucken, ob der mir Tränke so verkauft. Ja. Ja, Metallgefäße kann ich gut machen. Klingt jetzt doof, aber für den Rest kaufe ich mir Draht. 100 Metallscherben hebe ich auf. Das brauche ich später noch. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Super. Ja. Verdorbene Zone wäre eigentlich eine Sache. Die Frage ist, kriege ich dann ein Brüllrückenherz? Wo finde ich denn ein Brüllrücken? Donnerkiefer? Langbein? Irgendwo muss doch noch ein Brüllrücken sein. Das sind diese T-Rex-Viecher. Warum steht das da nicht dran? Lanzenhorn. Ich meine, ich hätte das Brüllrückenareal schon gesehen. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob das vielleicht hier Brüllrückenareal. Ich hole mir eine Brüllrücken-Dingsbums. Rohstoff. Das brauche ich. Das brauche ich einfach. Damit ich mir das Outfit holen kann. Das machen wir jetzt noch. Und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Versprochen. Da bin ich ehrlich. So. Kann ich eigentlich hier im Wald, müsste es doch eigentlich ganz gut Blümchen geben. Rohholz, Reinholz habe ich jetzt auch nicht mehr so viel. Tut mir leid, Rutan, aber ich muss halt trotzdem noch mal ein bisschen jagen gehen, um fettes Fleisch zu kriegen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich mir dieses Schnellreisepaket holen kann. Thank you.
Ich weiß nicht, warum die Echohülse nicht sofort als Schwachpunkt zu sehen ist. Bin ich ganz ehrlich. Der ist echt sauer. Gut, Damage mache ich ja an sich genug. Das bedeutet, Drähte und so einen Scheiß zu sammeln sollte für mich kein Problem sein. Oder auch Metallscherben. Die Frage ist halt nur, mache ich da einen Reingewinn draus? Naja, wir haben jetzt 4 Drähte bekommen. Das ist schon mal ganz praktisch. Jetzt muss ich halt wirklich nur drauf achten. Was Vorrat? Die mit einem... Na doch, es geht. Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit der Ausbeute hier. Vor allem, da die halt immer so eine kleine Handvoll Drähte geben. Wenn ich es richtig gut mache, schaffe ich sogar die mit... die zu one-shotten. Das bedeutet, wenn die jetzt alle so 4 Drähte geben... Sieht gut aus. Dann könnte ich eigentlich bei 5 Pfeilen, die ich... Ja, doch, doch. Könnte ich einen guten Reingewinn machen. Ich will zwar nichts sagen, aber das war gut. Guck mal, das hat direkt so viel Damage gezogen. Gut, der brennt. Bringt mir jetzt auch nichts. Ich wünschte, ich hätte meine alten Banuk-Bogen. Die waren so richtig geil. Das hat ein bisschen was gegeben. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ah, Kacke. Warum die manchmal so braucht, um zu sammeln. Rückenlinse. Ich glaube, ich brauche so ein blaues Ding. Gibt's hier noch Brüllrücken? Nee, ne? Okay, sie ziehen ab. So, dann will ich mal was gucken. Was ist, wenn ich dahin? Schnellreise. Ein Reisepaket muss ich mir aufheben, obwohl ich eigentlich wieder welche herstellen kann. Gibt's da wieder welche? Oder muss ich erst ein paar Tage warten? Ich meine, ich hab's probiert, okay? Wenn ich es jetzt nicht bekomme, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber jetzt mal schon mal so ein lilanes Outfit holen, das wäre schon mal eine gute... Vielleicht muss ich auch einfach nur ein bisschen weiter weg. Irgendwo muss da noch ein paar Brüllrücken rumeiern. Krabbenpanzer brauche ich alles nicht. Ich meine, ich könnte hier mal ein bisschen erkunden. Haben wir jetzt auch nicht gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Banditenlager, glaube ich. Das ist ein Donnerkiefer. Nee, das bringt mir alles nichts. Ich habe wirklich nur einen Brüllrücken gefunden. Tatsache, das sieht bis jetzt nur nach einem Brüllrücken aus. Ist es Sägezahn? Nee, Plünderer. Hm.
Dann werde ich mir das fürs nächste Mal aufheben. Was ist denn hier? Untersuche das verlorene Dorf. Warum nicht? Alle Maschinen sind gefährlich, aber verdorben sind sie noch gefährlicher. Huhu. Ich find's komisch, dass er so lange Ladezeiten hat. Ja, das Spiel ist auf einer SSD installiert. Doch mein System hat eine SSD. Hier müssen die Maschinen auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. Einer der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Müsste eigentlich relativ viel still sein. Breitkopf. Noch ein Kaja-Soldat. Gibt es Überleben? Greifst du mich an oder stehst du da nur rum? Komm mal, ich mach's schnell für dich. Also wenn ich, alter Schwede. Die sind nicht billig. Nee, das sind sie nicht. Die sind schwer zu kriegen. Aber ich sag's mal so. Ich find's eigentlich schon, den Damage-Unterschied finde ich schon ein bisschen krass. Wenn du mal bedenkst. Lagerfeuer entdeckt, okay. Was? Ich will zwar nichts sagen, aber wenn ich mir den Kopf, wenn ich fast meinen Kopf verliere. Sorry, aber ich brauche halt das fette Fleisch. Was sagt denn eigentlich mein Inventar? Wie viel von dem Fleisch brauche ich denn noch? Acht Stück. Vielleicht habe ich auch schon mehrere verbraten. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Ich weiß nicht, von welcher Insel du sprichst, aber... Es war bestimmt einer von diesen Schnappmäulern, die da schon auf der anderen Seite warten. Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. Ja, aber mein Pfeil und mein Bogen sehen auch nicht freundlich aus. Mir juckt's in den Fingern, Leute. Könnt ihr sagen und tun, was ihr wollt. Mir juckt es so derbe in den Fingern. Komm, kleines Schnappmaul, komm zu mir. Da kommen sie. Ich treffe beim ersten Mal einfach nicht auf die Schwachstelle, ne? Naja, vielleicht haben sie eine Rüstung an. Ja.
Okay, wenn der friert, macht der Bogen so einen massiven Schaden. Spezial-Kaja-Bogen. Ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber sieht aus. Das will ich mir antun. Alter. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen. Den Tausender Damage. Das musst du dir mal geben. War schön. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt gewesen ist, aber... Das war vom Spiel nicht so vorgesehen. So, wunderbar. Erstmal alles mitnehmen. Ich meine, wir kriegen ja auch Stuff dafür, ne? Also es ist ja nicht so, als würde sich das nicht lohnen. Winziges Stück Fleisch. So. Jetzt muss ich kämpfen. Kriegen wir auch so hin. Sag mal, bin ich zu blöd zu treffen oder was? Komm mal, diesen One-Shot. Wenn ich treffen würde. Hat er sich selbst getroffen? Ich will zwar nichts sagen, aber sieht so aus. Ja, viel geben die halt auch nicht, ne? Muss man halt leider lassen. Bei der Sonne. Was ist das? Bei der Sonne. Gesang? Erfülle mich mit Wonne. Ja, ist ja gut, mein Freund. Bin ja da. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Stell dir vor, willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Okay. Auftrag ab... Ja, es gab einen Batzen Money, ne? Also Money nicht, aber EP. Stufe 20. Ich hätte ja schon Bock. Weißt du was? Das machen wir auch.
Da mache ich jetzt auch nicht großartig irgendeine Schnellreise oder so. Ich habe jetzt ein bisschen Lust auf Jagen. Eine verdorbene Zone machen wir noch. Wie gesagt, es gibt halt EP und die brauchen wir... brauchen halt ein bisschen was, ne? Das ist halt nun mal so. Wie, ich habe kein ich habe kein Holz mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Das kriegen wir doch hin. Ich habe doch bestimmt irgendwo noch Schatzkisten, ja. Die David, die vergesse ich halt immer. Die vergesse ich halt immer. Aber viel bringen die jetzt auch nicht, ne? Ich könnte ja jetzt mal eine Challenge draus machen und sagen, okay, ich versuche jetzt hier keine normalen Rohstoffe mehr zu kaufen. Dann könnte ich den Jagdtrieb ein bisschen, den Sammlertrieb halt ein bisschen... wieder ein wenig fördern. Ja, Alter, 6000 EP, die will ich mir doch nicht entgehen lassen, nur weil ich jetzt hier schnell durchrushen will. Gar nicht mal schlecht. Das stimmt, aber ich habe nicht das gefunden, was ich eigentlich suche. Und es hätte besser laufen können, okay? Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich? Metallscherben, ja, Metallscherben, heilender Stuff. Ne, ist eigentlich ganz gut. Am Wochenende haben sie bei uns an der Hauptstraße die das One-Way-Ding getestet. Das ist grausam. Während komplette Fahrbahn gesperrt wurde. Kann ich eigentlich mit dem Handy antworten? Eigentlich schon, ne? Weil ich weiß nicht ganz, ob das nämlich auch aufgenommen wird. Wenn ich jemanden... Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ich will gerne wissen, was das für kleine Dinger sind. Das ist eine verlassene Siedlung. Ach, das stimmt, das ist die verlassene Siedlung. So, jetzt haben wir doch mal wieder ein bisschen Reinholz. Nicht viel, aber immerhin. Ein 7er stacken. Stimmt, ich glaube, das ist auch so ein Schwierigkeitsding. Auf einfach würde ich wahrscheinlich richtig viel, wäre ich wahrscheinlich mit Ressourcen vollgespammt worden, während auf Hardcore wirklich nur ganz wenig zu finden ist. Die Panoramas und alles sind eigentlich auch alle interessant. Ich würde aber sagen, wir machen hier weiter. Und ich beende den Part, weil wir sind schon bei 45 Minuten. Das reicht. Hier, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.